Das ist Ihnen ganz sicher auch schon passiert, dass Sie jemand angebrüllt hat, dass er so richtig ausgerastet ist. Und wahrscheinlich waren Sie wie vom Donner gerührt und Sie haben sich verzweifelt gefragt, was tue ich jetzt bloß? Mache ich mich klein, bis der Sturm sich wieder verzieht, oder verbitte ich mir dieses Verhalten? Und wenn ja, wie tue ich das, mit welchen Worten und mit welchen Gesten? Genau darauf bekommen Sie jetzt Antwort von mir. Ich stelle Ihnen eine Methode vor und dann noch einen einzelnen Satz und damit können Sie jeden Brüllaffen in seine Grenzen verweisen. Mein Name ist Martin Wehle, Buchautor und Karriereberater. Lassen Sie uns in die Situation gehen, in der Sie es selbst schon erlebt haben. Stellen Sie sich bitte alles noch einmal genau vor. Wo hat der Disput stattgefunden und wie kam es dazu, dass Ihr Gegenüber so laut wurde? Hat sich seine Wut langsam gesteigert oder war sie auf einmal da, als hätte man eine Bombe gezündet? Ehe ich Ihnen meine Methode und den Zaubersatz vorstelle, ist es ganz wichtig, dass Sie die Wüterichen gut einschätzen können. Je besser Sie wissen, was bei einem aggressiven Menschen im Kopf passiert, desto besser, desto souveräner können Sie damit umgehen. Der erste Wüterich-Typ, bei dem sich der Ärger langsam aufbaut, das ist ein passiv-aggressiver Mensch. Er macht vielleicht ein paar Andeutungen, wendet seinen Blick ab oder verzieht sein Gesicht und wenn er einen Satz sagt wie »Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll«, dann ist natürlich gemeint, er hält gar nichts davon. Aber das schluckt er runter, weil er offene Konflikte scheut eigentlich. Aber wenn Sie ihn nicht ausdrücklich zum Widerspruch auffordern, ihn nicht abholen, dann frisst sich sein Ärger wie so ein Borkenkäfer immer tiefer in ihn hinein. Und dann geht es ihm wie einem Luftballon, der zu fest aufgeblasen wird. Er platzt, lässt seinen Ärger offen und übertrieben raus. Der andere Typ Wüterich, das ist ein Machtmensch, der Bestimmer, der sich mit seiner Lautstärke Respekt verschaffen will. Viele Cheftypen halten es für eine gute Idee, ihre Autorität durch Gebrüll zu unterstreichen. Wer das Kommando hat, denken Sie, der muss auch laut genug brüllen, damit ihn alle hören und verstehen. Solche Menschen, manchmal sind es auch Narzissten, die setzen ihr Brüllen gezielt ein als Macht- und Einschüchterungsinstrument. Jetzt zurück zu Ihrer Situation, als Sie angebrüllt wurden. Wie haben Sie sich gefühlt? Hatten Sie den Eindruck, ein Problem zu haben? Waren Sie vielleicht sogar über das Verhalten des anderen empört oder haben sich klein gemacht und erniedrigt gefühlt? So geht es den meisten Menschen, dass sie sich fühlen wie damals in der Kindheit, wenn ein Erwachsener sie beschimpft hat und sie den Fehler bei sich selber suchen mussten. Aber genau hier liegt ein ganz wichtiger Unterschied. Der Fehler liegt eben nicht bei Ihnen, sondern beim anderen. Interessant für Sie ist folgender Aspekt. Wenn jemand wirklich souverän und selbstsicher ist, dann hat er das Brüllen nicht nötig. Das heißt, Menschen, die brüllen, auch Chefs, die sind tief innen sehr unsicher. In der Psychologie spricht man von einer narzisstischen Kränkung, einer Verletzung, die viele Menschen aus ihrer Kindheit mitbringen. Und weil sie nie mehr kommandiert werden und ohnmächtig sein wollen, deshalb kommandieren sie selbst und üben Macht aus. In beiden Fällen gibt es eine interessante Gemeinsamkeit. Wer brüllt, der ist eben nicht stark, auch wenn er so tut, sondern der ist innerlich schwach. Das sollten Sie unbedingt im Kopf haben, denn es verleiht Ihnen innerlich die richtige Haltung. Nicht Sie haben das Problem, auch wenn es so scheint, sondern er hat es, der Brüllaffe oder die Brülläffin. Aber jetzt zurück in Ihre reale Situation. Was haben Sie gesagt, als Sie angebrüllt wurden? Zwei Fehler sind typisch. Viele Menschen sind so angefasst von der Brüllerei, dass sie selbst in derselben Weise antworten mit Aggression. Aber wenn Sie zurückbrüllen oder den anderen angreifen, dann machen Sie alles nur noch schlimmer. Dann erzeugt der Druck, den Sie ausüben, einen höheren Gegendruck. Und das kann zu einem Streit führen, der eskaliert, schlimmstenfalls zu einem dauerhaften Zerwürfnis oder sogar zu einer Schlägerei. Die bessere Variante ist auf jeden Fall, dass Sie cool bleiben. Und jetzt mache ich Ihnen zwei Vorschläge, wie das geht. Probieren Sie es bei nächster Gelegenheit aus. Ich verspreche Ihnen, es ist sehr, sehr wirksam. Die erste Methode funktioniert in drei Schritten und lehnt sich an die gewaltfreie Kommunikation.
Schritt Nummer 1. Schildern Sie wie ein Reporter Ihre Beobachtung, ohne dass Sie den anderen anklagen. Schritt 2. Sagen Sie dem anderen, was Sie brauchen, um das Gespräch fortzuführen. Und Schritt 3. Äußern Sie einen direkten Wunsch und bieten Sie eine Alternative an. Das kann zum Beispiel so aussehen. Schritt 1. Mir fällt auf, dass du deine Lautstärke sehr gesteigert hast. Du bist bis auf eine halbe Armlänge vor mich getreten und seit etwa 2 Minuten komme ich nicht mehr zu Wort. Schritt 2. Es ist mir wichtig, dass wir uns in einem sachlichen Ton unterhalten und ich möchte zu dem, was du sagst, auch Stellung nehmen können. Sonst fühle ich mich unwohl und kann nicht mehr klar denken. Schritt 3. Ich wünsche mir, dass wir das Gespräch entweder jetzt in einem ruhigen und sachlichen Ton fortsetzen oder uns auf einen Zeitpunkt vertagen, zu dem das wieder möglich ist. Warum funktioniert diese Methode ganz ausgezeichnet, sogar dann, wenn jemand so richtig wütend ist? Weil sie ihn nicht anklagen, sondern nur ihre Beobachtung schildern, weil sie über ihre Gefühle und Bedürfnisse sprechen. Das ist subjektiv und nicht anfechtbar. Und weil sie schließlich einen Wunsch äußern mit einer Variante, sodass ihr Gesprächspartner sich nicht fügen und eine gefühlte Niederlage einstecken muss. Nein, er hat sogar noch die Wahl. Und wenn Sie weniger diplomatisch sein wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Satz, der immer in jeder Situation, wenn jemand wütend wird, funktioniert. Es handelt sich um die Frage, wie wollen wir miteinander sprechen, zivilisiert oder brüllend? Es wird kaum einen Menschen geben, der die zweite Antwort wählt und wenn doch, können Sie sagen, aber ich will das nicht und tschüss. Mit diesen beiden Methoden schaffen Sie es, dass Sie nicht mehr selbst das Problem haben, sondern dass das Problem beim Brüllaffen bleibt. Schauen Sie dazu unbedingt noch mein Video, in dem ich Ihnen verrate, mit welchem Satz Sie auf eine Beleidigung reagieren können. Ich verlinke es oben in der Infobox und auch unter diesem Video. Und nutzen Sie gerne mein Personal Power Paket, dieses 30-Tage-Videoprogramm, das macht Sie fit in der Rhetorik, das erhöht Ihr Selbstbewusstsein und von den 3 Kursen bekommen Sie 1,5 geschenkt. Wir sehen uns, ich freue mich auf Sie, Ihr Martin Wehrle.